So, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Mein Name ist Franconia. Wir sind hier in der Höhle, Auftrag, das Monster auf Tufo. Und es soll angeblich eine Glumaris sein, genauer gesagt eine weibliche Glumari. Jetzt sehe ich gerade, dass es gerade wieder dunkel wird. Dann machen wir doch gleich nochmal das Licht an, Zettel. Und ja, jetzt haben wir hier mit dem Menschenblut in der letzten Folge, haben wir uns so ein Serum gebastelt, das wir jetzt verstreuen, um eben diese Glumare, diese weibliche Glumare anzulocken. Und wir werden jetzt mal den Köder verstreuen, verschütten. Wie man es nennen mag. Okay, wie funktioniert das jetzt? Kann ich da einfach so machen, oder wie? Ja, mit rechts eins. Ah, dieser Gestank. Ach, hat er schon gemacht. Okay. Okay, sehr schön. Dann müssen wir aber einige Köder auslegen hier. Ui, Fuchsfell. Schütten wir hier noch eins weg. Das Erz haben wir schon genommen. So, dann kippen wir hier noch einen hin. Dann hoffe ich doch, dass es klappt. Und die Glumare dann gleich herkommt. Stufe 48. Also da geht einiges. Silbererz nehmen wir mal mit. Eben weil wir es können. So. Letzter Köder. Jetzt bin ich gespannt. Der Glumar wird jeden Moment hier sein. Oh oh. Zeig her deine Krallen. Eieiei, das ist ein Monsterkopf. Junge, Junge, Junge. Du machst aber einiges hier. Eieiei. So, die zieht hier wegen was ab. Eieiei. Aber ich habe ja genug zum Futtern hier. Eieiei. Ja, wenn es am Boden liegt, da kommen wir immer gut voran hier am besten. So, meine Liebe. Willst du noch was sagen? Es zieht zum Glück noch irgendwas ab immer. Oh, jetzt scheppert es aber der richtig. Ich geh mal ein wenig in Deckung. Ah, die Süße ist müde. Aber bisher kein Problem für mich. So, ist gleich tot. Jo, die stirbt von der Lance jetzt. Ey! Na, gleich haben wir sie doch, Madame. Guck, guck, guck mal hier. Jetzt hau ich ihm noch den Kopf ab
dann hole ich meine Belohnung. Oh, wie gemein. Weißt du was? Wir meditieren, um es ein wenig atmosphärischer aussehen zu lassen. Okay, ihr seht nichts. Ja. Monsterhirn, Glumar-Trophäe, sehr schön. Glumar-Staub. Ja. Yo, so, kehre zum Auftraggeber zurück, um dir deine Belohnung zu holen. Da möchte ich aber jetzt doch die Fackel nehmen, weil es hier doch wieder recht, wegen recht dunkel ausschaut hier alles. Jetzt gucke ich nur, wo ist die Fackel immer gewesen? Warte mal, jetzt weiß ich's. Die ist zwar da, aber... So, einen Händler wäre mal nicht schlecht, ne? Wir haben zwar noch, was die Kilos angeht, ein wenig Puffer. So, Etzel. Fackel. Das war also das Monster, also... Wenn du deine ganzen Öle etc. hast, ne, deine ganzen Bomben etc., dann klappt es ganz gut. Dann hast du selbst mit jemandem, wo die gleiche Stufe hat, so gar kein Problem. So, wir müssen jetzt nach oben hier irgendwie, irgendwo wieder. Ist mir hier richtig? Ach, schau einer, da war was gelegen. Da war was gelegen, tatsächlich. Schau noch einer an. Okay, hier müssten wir richtig sein jetzt, oder? Jo. Okay, er zeigt immer nur punktweise an. Hat das was zu bedeuten? Ich hoffe, da kommt jetzt nichts mehr. Nein, wir sind draußen. Yes! Fackel aus. So, 200 Meter haben wir. Ja, dann haben wir das auch geschaut. Die Quest, die hat mir so am Anfang doch Kopfzerbrechen bereitet, weil wir die doch recht früh bekommen haben. Aber jetzt mit der gleichen Stufe, wie gesagt, ein Klacks, wenn du dann weißt, gegen was die Viecher alles ja, allergisch sind, kann man das sagen. Oder mit was du die am besten bekämpfen kannst. Dann ist es doch recht easy. Ich muss halt aufpassen, immer wegen ausweichen. Buchessen haben wir ja, an dem soll es ja nie mangeln. Oh, verzeih mir. So. Genug geschwätzt. Hey, gute Neuigkeiten, Freunde. Warte mal, mich würde noch mal ganz kurz interessieren. Diese Trophäe nämlich. Die haben ja diesen Glumar-Trophäe. Trophäe von Goliath. Wo ist die Glumar? Grotore. Die Grotore, ne? Hier Trophäe. Die Trophäe. Die könnt mir doch mal, oder? Komm, die switchen wir aus. So, Glumar-Trophäe. 5 Bonusgold. Licht-Trophäe. Was? Bonusgold? Cool. Dann rüsten wir die doch mal gleich mit aus. Sehr geil. Cool. Bekommen wir ein bisschen mehr. 5% zum... Ja, ich brauch's zwar nicht, ne? Aber ich hab's da halt immer ein bisschen, ne? So. Können wir reingehen, glaube ich. Oder auch nicht. Wo müssen wir hin? Die andere Seite? Ah, da ist sicherlich neu, oder? Nee, darunter.
Ach, ich muss wieder da runter. Der Onkel sagt, wenn ich böse bin, komme ich zum Hexer. Hier rein, oder wie? Jetzt. So. Ihr repariert die Mauer heute noch. So, Monsieur de Bourbeau, mein Freund. Monsieur de Bourbeau, auf ein Wort. Ich hoffe für dich, dass du mit guter Kunde kommst. Raus damit. Ich hab gar keine Kunze. Die Bestie, die dir Ärger gemacht hat, ist tot. Es war ein Glumar. Glumar? Was in aller Welt ist denn das? Eine Art Kreuzung aus Maulwurf und Raupe. Und so groß wie eine Scheune. Ja. Nun, Meister Hexer, mein erster Eindruck von dir war nicht überwältigend. Aber nun hast du dich doch als würdig erwiesen. Hier, dein Lohn. Ja. Und was Jean-Luc angeht, der ist tot, fürchte ich. Tut mir leid. Ach, der. Trivialer Verlust. Ich werde umgehend für Ersatz sorgen. Klar. Schließlich war er nur ein Bauer und kein Monsieur de la Papa la Pape. Bis dann. So ein Arsch. Yo! Stufe 48, yes! Ja, Kreuzung zwischen Maulwurf und Raupe, Alter, ist doch keine Raupe. Ja! Stufe 48, wie cool ist denn das? So, wir machen am besten gleich weiter, oder? Wir haben hier noch Nebenquests. Ach, und das war's dann schon. Ein Porträt des Hexers. Das ist auch recht weit, ne? Geht eigentlich um 1000 Meter. Ein Kilometer, das läuft mir doch mal locker. Aber so ein Arsch, ne? Hör dir, das setz ich schon, ey. Wo könnte ich nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn ich Chef wäre von irgendjemandem. Jo, da ist ein Händler, sehr cool. Hey, Mahlzeit. Halli, hallo, Hallöchen. Brauchst du etwas? Darf ich mir mal deine Waren ansehen? Krass, wir haben jetzt dann alle Quests durchgemacht. Oh, der hat 8000. Was geht denn hier? Ah, jetzt können wir die Schwerter benutzen. Tresor-Stahlschwert. Army, das sieht cooler aus. Beide 11 plus 8. Dann können wir die eigentlich verkaufen, ne? Sehr gut, so, Tresor. Warte mal, Stufe 48. Stufe 48, da haben wir doch ein paar Dinge, wo wir uns anlegen können, oder? In unserer Hütte, in unserem Haus. So, dem Kollegen, dem verkaufen wir mal das alles hier, das ganze Klump. Der freut sich wie ein Schnitzel da. So, Silberkelch, kennst dich aus, Silbermesse. Ein Goldlöffel, der nur 11 Euro, 11 Kronen. Jo. Buch kann weg. Notiz kann weg. Pergament kann weg. Silberlöffel, jo. Becher kann weg, Tabakpfeife kann weg. Fuchsfell,
Ja, das kann alles hier. Tagebuch eines Verzweifelten. Maximus haben wir schon gelesen. Arbeitsplan vom Tofu-Rinderland. So, ältere Rede, verfasster Brief. Bestandsübersicht haben wir auch gelesen. Sehr cool, freue ich mich natürlich. Vielen Dank. Bis dann. Gleich mal den Blempel weg. Weißt was? Wir gehen jetzt gleich geschwind haben. Wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Und hier bin ich gerade. Dann werde ich doch mal hier hingehen. Geschwind 600 Meter. Das ist also der Hexer, den die gnädige Herrin aus dem Norden hat. Ja, das ist der Hexer. Krass, jetzt haben wir richtig, richtig coole. Oh, ich freue mich auch schon wahnsinnig, dass ich, wenn ich das Spiel nochmal beginne, New Game Plus. Na, das wird richtig cool werden. Das wird richtig cool werden. Nein. Keine Wauwaus. Liebe Wauwaus. Ja, da trauen sie sich nicht, ne, über den Wald drüber. Ich kenne doch mal Babenheim. Was läuft denn da? Wer ist denn da jetzt gelaufen? Ach du kleiner Wicht. So. Ich kann mich noch erinnern, wo die Stufe 6 hatten. Und ich immer voll Panik geschoben habe, wenn ich gegen die gekämpft habe. Ach, waren doch schöne Zeiten, oder? Hui, schwimmen wir mal rüber nochmal. Und hier unter drüben ist ja schon der Hafen, ne? Also so weit haben wir es doch dann auch nicht mehr, ne? Nein, Geralt muss langsam laufen. So, denn da haben wir nämlich natürlich noch unsere Rüstung, die werden wir jetzt gleich mal umtauschen. Dann können wir die Rüstung, die wo wir aktuell haben. Ich weiß nicht, wie es dann ist bei New Game Plus. Wird dann die Rüstung, wird die dann auch hochgelevelt? Also keine Ahnung, jetzt haben wir ja Stufe, keine Ahnung, jetzt sagen wir mal, wir brauchen für eine Stufe 40. Wir brauchen Stufe 40 für eine Rüstung. Wird dann die gleiche Rüstung dann auch so mit Schaden hochgelevelt? Von der Stufe her geht sie auch nicht, sonst kannst du ja nichts mehr kaufen, ne? Eigentlich. Sonst kannst du eigentlich nichts mehr kaufen, hat er gemeint. Oh, Trophäe. Habe ich leider nichts. Schade, schade. Egal. Egal, hat er gemeint. So. Was wollte ich denn jetzt? Zu so Ritterstahlschwert. Wieso habe ich die hier? So. Ritter Turnierrüstung, wieso habe ich das alles? Ach, das verzierte Robe. Elegante Buclair-Klamps, ich hoffe, da komme ich. Oder da kommt noch irgendwas. Ey. Hier haben wir doch. Die holen wir uns rüber. Haben wir nicht mehr? Haben wir nur die?
dachte, wir hatten voll die Waffen. Oder voll die Rüstung für Stufe 48. Die Stiefel können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Ich dachte wirklich, dass wir da noch was hatten. Stufe 46, Stufe 34 und die beide Stufe 1. Wo ist das Zeug hin? Oder habe ich das schon verwendet? Ich bin mir eigentlich recht sicher. Aber naja. Dann werden wir es halt mal jetzt uns trotzdem anlegen. Bäm. So, schaut aber auch nicht schlecht aus, ne? Kann man schon mal so machen. So, hier können wir ja leider nichts mehr ausbauen. Brot lässt dich springen wie ein Gehirn. Leider Gottes, weißt was? Wir nehmen jetzt Plätze mit. Plätze. So, meine Liebe, wir gehen beiden weiter. Ja, ja, ja. So, wie reiten wir hier am besten entlang? Am besten so, ne? Sehr schön, auf Plätze! Hier kommt Papa neues Bild, ups. Ui, jetzt hängt's aber, komisch. Ruckelt ein wenig. Na, 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 auf Plätze! Okay, ich kann jetzt hier nur noch galoppieren. Ach, Scheiße. Langsamer. War ich hier schon mal? Ich steig mal kurz ab. Oh, wisst ihr noch am Anfang, wie ich immer voll überbelastet war? Ach, war das cool. Aktuell, ja, ich schreie jetzt laut. Aber aktuell kommen wir doch recht gut klar. Hey, Plätze, Plätze. Komm schon, Plätze. Komm, reiten wir weiter. So, ich bin nämlich auf unser Bild gespannt. Vorsicht. Ja, schön ist es hier schon, ne? Kannst nix sagen. Und hoffentlich geht die Hauptquest noch ewig lang weiter. Das wäre natürlich cool. Denn das ist unsere letzte Quest. Leider Gottes, muss ich sagen. Wo reite ich eigentlich gerade hin, Sache? Langsam. Ich finde es auch cool, ne? Die Blüten am Boden, ne? Dass das runterfällt. Schöne Melodie. Langsam, langsam. Jo, Plötze, weißt du was? Du bleibst mal hier. Geh gleich zu dem Händler. Ich gehe aber noch mal hier kurz hin und verkaufe mal die zwar. Ne, was? So, Mahlzeit. Lecker zum Waschen. Ups. So, Rüstungsschmied. Brauchst du neue Hosen? Vielleicht Handschuhe? Sag an, schmucker Ritter. Warte mal, wir haben doch Kohle. Was hast du denn da? Wir haben doch Kohle, dann können wir doch jetzt auch was verkaufen, ne? Sixteste Schwert könnten wir noch nehmen. Stufe 49, so. Wir gucken mal. Stufe 48.
Ewiges Feuer Henkersrüstung, das schaut natürlich richtig geil aus, ne? Das hat zwar alles Stufe 48, aber es ist viel, viel schwächer als meines. Das ist natürlich doof, ich hätte so eine lange Kutte mal wieder gern an. So 48, kennst dich aus. Ja, muss man sagen, aktuell gerade wirklich nichts Brauchbares. Selbst die Hosen, die sind nicht besser. Mit einer höheren Stufe. Schade, es ist schon ein wenig, ja. Kannst du sagen, schon schade ein wenig. So, ich schau mal, was jetzt hier. Was mir weiterbringt. Das können wir wegmachen. Jetzt sind wir bei den Hosen. Wir machen mal das. Haben wir es ein wenig übersichtlicher alles. So. Blutenresistenz. Ui. Tussauhose. Eine Tussau-Ritter-Turnierhose. Schauen wir, vielleicht kommt noch was Besseres. Nee, diese Tussau-Ritter-Turnierhose. Da haben wir sie. Da fehlt Dunkeleisenbahn und Lederbänder. Okay. Dann rüsten wir das mal gleich aus. Wird vielleicht dann doch heute eine längere Folge. So, Handwerkszeug. Wo haben wir es denn? Hier, Dunkeleisenbahn. Und Leder wurde es, ne? Hat er gemeint. Oder was? Was war das nochmal? Was war das nochmal? Lederbänder, hat er gemeint. So, gucken wir mal. Klar würde es schneller gehen, ne? Wenn ich das einfach so kaufe, aber wieso soll ich dem noch extra Geld? So, Lederbänder, haben wir da hier was? Leder, Lederstücke. Wir haben keine Lederbänder. Das ist doof. Das ist wirklich sehr blöd. Okay, wir scrollen nach unten. Ja, ich hab das doch geholt. Ach, Dunkeleisenplatten. Obwohl, so teuer sind die auch nicht, ne? Komm, die kaufen wir alle. Was kosten die Dunkeleisenplatten? 298, die können wir uns so herstellen. Dunkeleisenplatten, was hab ich denn da gerade gelesen, sag mal. So, Dunkeleisenblatt, da schau her, kostet nur 41. Jo. Na, ist doch schön, hat er gemeint. Ist doch schön, hat er gemeint. So, dann können wir uns jetzt schon mal die Hosen herstellen. Jo. Sehr nice, plus 2 immerhin. So, Oberkörper, jetzt bin ich natürlich gespannt. Bitte lass da was dabei sein. Und wenn es nur 10 oder 15. Ritterturnier, Tussauds Ritterturnier. Ah, wir haben die, aber wir haben die daheim.
Wir haben die da haben, ne, auf dem Stände. Okay, du so Ritterturnier, bist du? Etzel. Okay. Was fehlt da Hübsches? Dunkle Stahlplatte hat er gemeint. Handwerker zugeladen, dunkel. Oh, was fehlt da? Dunkelstahlbahn, was fehlt für eine Dunkelstahlbahn? Stahlbahn. Okay, ich hoffe, das können wir herstellen jetzt. Wenn nicht, müssen wir es halt kaufen. Hier, Stahlbahn. Jo, da geht einiges. Weißt du was, da stellen wir irgendwas her. Denn da haben wir ja genug. So, Dunkelstahlplatte. Was fehlt da jetzt noch? Dunkelstahlbarren. Haben wir hier doch gepflegt. Kommt noch eine Dunkelstahlbahnstämme her und jetzt haben wir die Dunkelstahlplatte. Hm, da können wir nochmal so ätzeln. Sehr schön. Jo. Da müssen wir es eigentlich jetzt haben, ne? Oder? Oder fehlt da noch was? Dunkelstahlplatte fehlt noch eins. Hä? Komm, kaufen wir mal so. Ja, komm, was soll der Geiz? So, stell mal eins her. Na? So, Dunkelstahlplatte, da fehlt aber noch mal. Ach, da fehlt noch eine. Stell mal noch einen her. So, jetzt eine Dunkelstahlplatte. Jetzt müsste es aber passen, ey. Ja, schon 33 Minuten wieder. Okay, wir werden aber die Folge doch ein wenig länger machen. Jetzt 2900. Wir werden die Folge doch ein wenig länger machen. So, Schuhe, Assassinen. Denn dann machen wir morgen, oder beginnen wir dann morgen, machen wir dann weiter mit der Hauptquest. Denn wie es aussieht, haben wir nicht mehr großartig. Okay, das war's dann schon. Von den Glyphen her passt das alles. Da, ja, brauchen wir. Was das angeht, brauchen wir da gar nichts mehr. Wir könnten aber reparieren. Alter. Nee, wir warten mal. Wir warten mal. Und bedanke ich mich mal kurz. Bis dann. Möchte jetzt eigentlich doch, ehrlich zu sein, mein Schwerter umtauschen nochmal geschwind. Hier Amy Silberschwert oder Army Silberschwert und das Toussaint Stahlschwert. So, den Blender, den behalten wir nämlich, den haben wir doch, glaube ich, den Aerondict, den haben wir doch bekommen. Den Blender haben wir den doch auch irgendwo bekommen, oder? Kann das sein? So, wir rüsten uns hier aus. So, jetzt sind wir nämlich komplett umgerüstet. Schön. Sehr schön. Dann verkaufen wir jetzt dem nochmal ganz geschwind das Zeug.
Ja, ich hab's immer gern aufgeräumt, irgendwie so, keine Ahnung. Die besten Rüstungen weit und breit, die gibt es hier. Oh, Entschuldigung. Ist halt typisch deutsch irgendwie. Was hast du denn? Immer Ordnung halten. Immer Ordnung halten, hat er gemeint. So. Jo, den Blender haben wir. Schade, ne? Wir können ja eigentlich immer wieder hierher kommen, ne? Ewiges Feuer, Dickte. Ach Gott, ey. Sowas ist natürlich schon cool, ne? So eine Kluft ist natürlich schon richtig cool, ne? Naja, wir machen mal Verbesserungen entfernen vom Blender zum Bleistift. Ja, kostet zwar wegen was, aber zerlegen, weiß nicht, müssen wir reparieren was? Ami, müssten wir reparieren. Dann machen wir das doch nochmal geschwind. Die reparieren wir mal auch, beide. Oh, wir haben es ja, wir sind ja drauf nicht angewiesen eigentlich. Ist der. So. Und wir können ja eigentlich nochmal her. Ach Quatsch. Jetzt dachte ich schon, wir haben dieses DLC fertig. Quatsch, wir machen ja die Hauptmission noch. Entschuldige, also wir bleiben ja noch hier. Ich habe mir schon überlegt, was ich jetzt noch am besten sage über das DLC. Oh, guck mal, Plötze frisst die Blüten. So, jetzt gehen wir nochmal hier hin, Freunde. Was? Hallo. Geralt, wie gefällt dir unser Bild? Ist es nach deinem Geschmack? Hey, so war's aber nicht geplant, Alter, ne? Ich verstehe nicht viel von vorhin, entspricht nicht gerade meinen Erwartungen. Ja, entspricht eigentlich auch nicht das, was ich erwartet habe, ne? Aber wir sind mal diplomatisch natürlich wie immer. Ich dachte, der malt irgendwas mit Greifen, ne? Entweder ich verstehe nicht viel von Kunst, was ich auch ja persönlich nicht tue. Oder es ist gut, komm, ich mach mal das. Ich weiß ja nicht viel von moderner Kunst, aber Lebensechtheit ist offenbar weniger wichtig als andere Qualitäten. Du meinst den Umstand, dass ich dich au naturel gemalt habe? Das machen alle zeitgenössischen Meister. Genau das meine ich. Einige Dinge sind verändert, einige Details anders. Übertreibt Moustachéroy auch so sehr? Ach, bei dessen Werken sieht man doch nicht einmal, ob das Motiv en face oder im Profil dargestellt ist. Dieser Amateur. Dann sollte ich wohl froh sein, dass er mich nicht gemalt hat. Vielleicht willst du das Bild kaufen. Für dich trenne ich mich davon. Zu einem Sonderpreis. So viel Geld habe ich nicht. Komm, mit dem handeln wir ein wenig, der Drecksack. nein, danke. Nein, wir machen erstmal so viel Geld habe ich nicht. Das mag ein tolles Bild sein, aber der Preis ist stolz. So viel Geld habe ich nicht. Kein Problem. Komm wieder, wenn du es hast. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass es da noch da ist. Scheiß doch auf alles. Scheiße. Ein Hexer. So, Porträt abgeschlossen. Das hole ich mir natürlich. Hexer, ich dachte, sei gegrüßt. Gewiss bist du wegen des Bildes hier. Na, klar.
Warum nicht? Ist ein interessantes Andenken, wenn auch kein Schnäppchen. Tja, es gibt nicht viele, die meine Technik zu würdigen wissen. Darum hungere ich bisweilen. Hm, na schön. Wenigstens kann ich so bestimmen, wer es sieht. Danke. Ja! Cool, jetzt haben wir das Porträt. Obwohl ich wirklich auch sagen muss, ne? Ja, das ist doch ein wenig so, ja, so nach dem Motto, ich bin's, ne? Also ich bin eher so der, ja, wie soll ich sagen, einfache Typ. Ich brauche das eigentlich nicht so, den ganzen Ruhm um mich. Das ist mir ein wenig zu posenhaft irgendwie dargestellt. Denn ich bin nur ein einfacher Hexer eigentlich. So, liebe Freunde, was? Nee, warst du nicht. Wir gehen, schauen noch mal jetzt kurz auf die Quest. Wir haben alles abgeschlossen. Ich schaue jetzt noch mal kurz. Denn es wurde ja gesagt. 1, 2. Es wurde ja gesagt, 90 Quests sollte es beherbergen. Dieses DLC. Schauen wir mal, wie viel davon wir haben. 90 Quests, wir haben nicht mal die Hälfte bestimmt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 37 hat er gemeint. Das ist alles Novigrad, Skellige. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42. Na, fast die Hälfte haben wir schon. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62. Komm schon, da muss doch noch was gehen. 62, das ist doch gar nichts. Haben wir was fehlgeschlagen? Wie viel haben wir denn eigentlich fehlgeschlagen? Na, 4 Stück, ne? Okay, 62 haben wir. Dann haben wir ja theoretisch noch 28 Quests vor uns, ne? So, liebe Freunde, dann hätte ich doch gesagt, machen wir hier eine Pause. Ab morgen geht's dann wieder stinknormal. Ja, eigentlich normales Let's Play, aber dann eigentlich nur noch soweit die Hauptquest. Ich schaue, ob vielleicht hier noch irgendwas. Zu finden ist, zu suchen ist. Man weiß es nicht, auf jeden Fall 260 Quests haben wir bis jetzt gemacht. Es kommen natürlich noch ein paar Quests hiervon. Von der Hauptquest. Und dann begrüße ich euch dann wieder morgen in aller Frische zu The Witcher 3 Blood and Wine DLC. Heute eine Dreiviertelstunde. Aber ich denke, das war nicht minderwertiger als die anderen kürzeren Folgen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Und bis morgen, euer Franconia. Servus.